Auch dieses Jahr hat Zofingen wieder ein Open-Air-Kino. Seit dem 12. Juli läuft auf der grossen Leinwand vom Gemeindeschulhaus während fast 4 Wochen jeden Abend ein Film. Und das bei jedem Wetter. Ist der Besuch schon länger geplant oder sind ihr spontan hergekommen? Nein, ich habe schon lange mal das Programm studiert und wollte das mit den Kindern schauen, ja, heute Abend. Und wenn es geregnet hat, wäre er gleich gekommen? Ja, dann hätten wir uns einfach danach eingerichtet. Das war relativ spontan. Also wenn es regnet, wäre er nicht gekommen? Dann wären wir nicht gekommen, nein. Die letzte Woche entschieden, also die Junior hat es gewünscht. Die meisten Leute schauen aber schon zuerst in den Himmel, bevor sie sich für einen Besuch im Kino entscheiden. Der grösste Teil kommt schon spontan. Es ist halt wirklich eine Wettergeschichte letztendlich. Und man hat auch in der weiteren Umgebung das ein oder andere Open-Air-Kino sonst. Und dann kann man den Film und den Tag halt sehr, sehr gut auslesen. Und darum ist der grössere Teil, der spontan kommt. Ihr habt dieses Jahr das erste Mal 3D-Filme im Programm. Habt ihr auch gross müssen aufrüsten? Ja, das ist eine spezielle Technologie, das ist ein ganz anderer Projektor, ein Beamer. Und nachher natürlich Brillen, wo wir auch spezielle Brillen haben, die sonst eigentlich selten verwendet werden in den Kinos, eine aktive Brille. Und das ist eine rechte Investition und wir haben das geteilt mit anderen Kinos zusammen. Die ganze 3D-Technik installiert hat Anton Meyer. Das System ist relativ komplex. Die Informationen für das linke und das rechte Auge werden simultan projiziert. Und man kann das entweder mit Polarisationstechnik machen, das wäre die Brille, oder mit der Shuttertechnik, das wäre die aufwendige Brille, mit der Elektronik drin, die gesteuert ist. Also wenn das linke Auge dran ist, dann ist das linke Auge offen, wenn das rechte Auge, dann ist das rechte Auge offen. Und das Ganze geht 70 Mal in der Sekunde für das linke und für das rechte Auge. Und das gibt die bessere Qualität. So ist es. Das heisst, wenn man schon mal im Kino war und dann eine Brille gekauft hat, die kann man jetzt aber gar nicht brauchen? Die kann man nicht brauchen, nein. Da muss man im Open-Air-Kino muss man die aktive Brille nehmen. Für die im Kino, für diese Technologie, braucht diese metallisierte Leinwand und das geht für aussen nicht, weil einmal regnen würde das schon Schaden nehmen und wenn wir sie abräumen nimmt das Metallisierte nimmt Schaden. Also müssen wir mit der weißen Leinwand und der Schatterbrille diese Technologie anwenden. Es hat noch den Vorteil, es hat erst noch die bessere Qualität. Aber es ist auch eine andere Brille. Der Film jetzt oben läuft in 3D. Haben Sie auch schon einen 3D-Film gesehen im Kino? Nein, ich selber noch nie. Nein, es ist das erste Mal. Haben wir schon gesehen, ja, in Luzern. Und kein Problem gehabt, kein Kopf überkommen? Nichts. Wie machst du das mit dieser 3D-Brille? Lässt du die drüber an? Ja, sicher. Aber jetzt stelle ich etwas fest, dass die Farben sich verändern. Und ich weiss nicht, wieso. Keine Ahnung. Also, sie haben gesagt, sie ist gross genug, damit alles schön passt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die ist defekt. Was heisst das jetzt für Projektoren? Hätten da ganz neue Geräte müssen anschaffen? Ja, das ist ein Beamer wo mit einer 3-Kilowatt-Lampe und einem Server dazu, der die digitalen Daten zum Beamer bringt. Und der projiziert das. Im Gegensatz zum 35 mm, was ein Film ist. Das ist also ein Beamer, quasi wie man es daheim hat. Nur ist uns etwa 100 Kilo und kostet etwa 250.000 Franken. In Zofingen laufen insgesamt 3 3D-Filme, alle hintereinander. Gerade am Anfang hat das einen bestimmten Grund. Ja, der Grund ist der, wir haben nur eine Ausrüstung, die 3D kann zeigen, den Beamer. Und wir haben aber im Moment mindestens 15 Installationen in der Schweiz. Und wir gehen jetzt mit der Einrichtung, mit der 3D-Einrichtung, von einem Platz zum anderen. Dann bleiben wir 3, 4 oder 5 Tage. Und dann brechen wir ab und gehen zum nächsten Ort. Was ist eigentlich das Wichtige bei der Programmgestaltung? Programmieren von einem Kino ist einfacher, wenn man jetzt ein Musikprogramm macht, bei einem Festival zum Beispiel. Aber gleich darf man gewisse Sachen halt nicht unterschätzen. Also wir sind ein Kino, das nur im Sommer läuft. Wir können nicht alle aktuellsten Filme bringen, alle Sachen, die neu vermerken. Wir sind mehr bei der Reprise. Und dort versuchen wir einfach möglichst alles ein bisschen abzudecken, möglichst die verschiedensten Geschmäcker zu treffen. Sei es mal etwas mit Action, etwas mit Humor, halt auch etwas, das nicht so mainstreamig ist, eher kulturell oder eher sogar richtig Dokumentarfilm. Probieren wir eigentlich alles ein bisschen abzudecken. Und dieser Mix, glaube ich, das ist letztendlich das, was dann auch geschätzt wird. Ist es hier in Zofingen auch schon vorgekommen, dass dann einen Film abbrechen müssen, wegen dem schlechten Wetter? Wegen dem schlechten Wetter haben wir noch nie einen abbrechen müssen. Holzanlänge.
Wir haben ein einziges Mal eine richtig grosse Panne am Projektor, der Gleichrichter, der einfach kaputt war oder kaputt gegangen ist. Und wir haben die Maschine dann nicht mehr zum Laufen gebracht. Und dann hat es geheißen, Geld zurückerstatten. Und ja, dann halt doch ein paar enttäuschte Leute zu hinterlassen. Ist klar, dem Film ist dann so, das Leben der anderen ist relativ lang schon gelaufen. Und wir haben gerne noch in den letzten 20 Minuten natürlich gesehen, wie das ausgegangen ist. Und das hat man dann verpasst. Das tut weh, wirklich, ja. Avatar, der Film, der jetzt oben läuft, geht weit über 2,5 Stunden. Also das heisst, es wird nach Mitternacht, bis der Film fertig ist. Habt ihr nie Probleme mit Anwohnern wegen dem Lärm? Ich darf den Anwohnerinnen und Anwohnern ein Kränzchen winden, die unterstützen das. Wir haben tatsächlich nie Probleme gehabt, aber natürlich auch, wenn wir dafür schauen. Also wir haben eine spezielle Tonanlage, die nicht extrem basslastig ist, sodass wir eigentlich vom Akustischen her keine grosse Belastung haben. Dann haben wir eine gewisse Distanz. Auch die Lautstärke fahren wir bewusst ein bisschen tiefer fahren, tendenziell. Also wir schauen dafür und ich glaube, in dem Sinn ist das gerne auch, was funktioniert. Und wir laden auch die Anwohner übrigens immer einladen, ins Kino zu kommen. Kommst du selber eigentlich auch mal dazu, Filme zu schauen? Ich liebe es, Filme von A bis Z zu schauen. Und meistens verpasse ich den Anfang und muss dann schon wieder vor der Pause schnell noch etwas machen. Und darum verzichte ich häufig ganz eben zu, weil ich schaue das lieber irgendwann nachher oder eben vorher, habe ich mir schon angeschaut. Weil eben halbe Filme, das ist nicht meine Sache. Das Zofiger Kino Scala geht gleich zu. Muss man auch Angst haben, das Open-Air-Kino? Nein, auf keinen Fall. Wir haben jetzt doch schon etwa das vierte Jahr hinter uns. Und wir haben, es braucht eine Aufbauarbeit, aber wir sind sehr zufrieden, wie das läuft. Und es braucht halt einfach auch schönes Wetter. Und das können wir nicht bestimmen, zum Glück auch nicht bestimmen. Aber wir sind zufrieden und wollen das auf jeden Fall gerne weiterziehen. Noch bis am 6. August ist das Zofiger Open Air Kino offen. Die Filme fangen an, sobald es genug dunkel ist.